Das Ozeanografische Museum von Monaco, die Mutter aller Aquarien. Il Museo Oceanografico di Monaco, la madre di tutti gli acquari. Willkommen, benvenuti im Grand Sud. Ja, hallo ihr Lieben, willkommen im wunderschönen und natürlich sonnigen Monaco, wo schon fleißig an der Formel 1 Rennstrecke aufgebaut wird, wie jeden April, Ende Mai. Es ist dann wieder soweit, dann brummen mir die Motoren, aber das ist nicht der Anlass, deswegen ich heute hier aufgebrochen bin, sondern eins der Highlights ist sicherlich das Ozeanografische Museum von Monaco. Damals architektonisch eine irre Meisterleistung, direkt an den Steillagen hinterm Schloss gebaut, wir werden dann wiedersehen. Die Mutter, quasi die Mutter aller Aquarien. Und da habe ich mir gedacht, da schaue ich mal rein. Ich war erstaunt, wie viel da jetzt heute Morgen schon los war. Und ich habe ein paar bunte Bilder gemacht, wie immer. Ich hoffe, die werden euch gefallen. Und ich sage mal bis später. Bis gleich. Ciao, ciao. Das Ozeanografische Museum samt Aquarium liegt oberhalb im Stadtteil Monacoville, dem alten historischen Zentrum. L'Aquario si trova nel quartiere di Monacoville, il vecchio centro. Hier der berühmte Palast der Grimaldi, il famoso Palazzo Grimaldi. Die Kathedrale Notre Dame Immaculée. Et voilà, le musée. Die Fassade des Bauwerks ist aufwendig verziert. La facciata dell'edificio è elaboratamente decorata. Ja, nicht für alles Geld dieser Welt würde ich in so ein Teil steigen. Un posteretto, vero? Aber die eigentlichen Stars befinden sich im Innern des Gebäudes. Ma la vera star sono all'interno dell'edificio. We'll be right back.
Ja, und das sind meine Favoriten. Sie haben tatsächlich Augen und Mund. Aber seht selbst. Questi sono i miei preferiti. Hanno davvero occhi e bocca. Das war die Mutter aller Aquaren, das Ozeanographische Museum von Monaco, damals seinerzeit ein architektonisches Highlight sondergleichen, auch heute noch sehr imposant, vor allem von Seeseite. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Abonniert den Kanal und ihr werdet automatisch über neue Videos, und von denen wird es in den nächsten Monaten noch reichlich geben, informiert. Ich verspreche an dieser Stelle zwei Monate kein Sushi zu essen, und ich wünsche euch noch schöne Osterfeiertage und wie immer alla prossima, bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.